Was geht ab, man ist die Fighter Osirio und heute zum Awakening und Showcase zu unserem Boy LR Super Saiyan 4 Vegeta. Wir brauchen erstmal natürlich 35 aus den neuen Vegeta Medaillen, um ihn zu awaken. Somit können wir ihn dann danach auf die TOR Version bringen. Freunde, ich muss ganz ehrlich gestehen, die SR Version, also die Version, die wir gerade awaked haben, mit verschlossenen Armen, ich finde das Artwork so geil von zuvor. Im Hintergrund ist ein Golden Osirio, ich finde das übertrieben geil. So sieht seine TOR Version aus an der Stelle. Ist auch nett, würde ich mal sagen, so schlimm ist sie nicht. Aber ja, wir sind dann natürlich hier an der Stelle, um ihn letzten Endes auf die LR Version zu bringen, Freunde. 35 aus den neuen Vegeta Medaillen, 35 aus den alten, sind einfach nur gespiegelt, so das Artwork, aber... Oh mein Gott, LR Super Saiyan 4 Vegeta. Wenn man die Charaktere dann hat so und sie awake, dann realisiert man das erst so wirklich, dass man wirklich jetzt mit ihnen starten kann. Und dementsprechend wird das auch im heutigen Video sich darum drehen, sag ich mal. Awaked haben wir den guten Jungen und jetzt gucken wir uns gleich mal im Teambuild-Aspekt an und danach sofort im Showcase. Alles klar, Freunde. Und ich hätte ihn dann soweit hier auf Level 150 gebracht, SA20. By the way, ihr merkt schon, es sind ein paar Tage später von der Aufnahme zuvor mit dem Awaken und ich bin ein bisschen angeschlagen, ich versuche aber trotzdem mein Bestes zu tun, also im Voraus schon mal sorry, falls irgendwas so ein bisschen komisch klingt oder so von meiner Stimme, aber ich gebe auf jeden Fall mal mein Bestes, dass wir das Ganze hier schaukeln. Jedenfalls, Vegeta wirklich ähnlich wie Goku, er ist so ein super Strength-Type hier an der Stelle, seine Sets sind auch gut, auf 100% kommt er auf 21.000 Angriff, 22.000 HP und 12.000, um die 13.000, sage ich mal, Verteidigung. Ich habe jetzt natürlich keinen Dupe bei ihm, er sitzt auf 55%. Hier das geht es folgendermaßen, der Vegeta's Lineage-Kategorie gibt der Ki plus 3 auf HP 130%, auf Attack und Def 170% oder Super Strength-Charakteren Ki plus 3 HP, Attack und Def 120%. Mit der ersten Super Attack erhöht der Massive Design Angriff für eine Runde und macht Cursed Damage, ist auch 100% auf den SA-Multiplier und mit der zweiten Super Attack tut er quasi massively Angriff und Verteidigung erhöhen, 100% auf den SA-Multiplier, 100% auf die Verteidigung und macht mega Colossal Damage. Passive, ähnlich wie Karot. Umgedreht, nämlich bei ihm ist folgendermaßen, er hat von Anfang an auf die Verteidigung 80% und muss seinen Angriff aufbauen. Jede Runde, in der er reinkommt, bekommt er 20% auf seinen Angriff, das Maximum ist 80%, bekommt dann aber auch pro Rainbow Orb und Strength Orb, den er einsammelt, zusätzlich Ki plus 2, also der wird auch sehr, sehr oft seine Ultra Super Attack starten, sage ich mal. Hat eine Medium Chance, 30% den gegnerischen Super Attack zu dodgen und diese zu kontern mit Tremendous Power. Die Sache ist jetzt, bevor wir weitermachen, von der Passive her ist jetzt natürlich, ich sag mal folgendes, man merkt es mehr, wenn ein Charakter seinen Angriff aufbauen muss, statt seine Verteidigung. Soll nicht heißen, dass Vegeta wenig Schaden macht, soll nicht heißen, dass er schlecht ist, nein. Aber da gebe ich Goku auf jeden Fall einen kleinen Vorteil, weil er hat sofort 80% Angriff und wenn Goku quasi ultet, dann erhöht er seine Verteidigung, heißt die Angriffe, die darauf folgen, die tankt er gut. Die davor ein bisschen schlechter als Vegeta, logischerweise, weil er seine Verteidigung aufbauen muss. Vegeta muss halt genau andersrum seinen Angriff aufbauen. Das merkt man einfach. Vor allem, wenn quasi ab der vierten Runde kann man ja auch seinen Active Skill aktivieren und da hat er noch nicht mal seinen ganzen Angriff aufgebaut. Also macht der quasi ein bisschen weniger Schaden oder man kann es natürlich hinauszögern. Aber im Umkehrschluss heißt es auch, dass quasi Vegeta von Anfang an besser tankt in zum Beispiel Events wie Super Bad Road etc. Also, ich würde es nicht schlecht reden, aber ich gebe da Goku einen kleinen Vorteil, weil aktuell in den Szenarien, in denen wir quasi diese Charaktere nutzen, ist es ein bisschen vorteilhafter, wenn der Charakter nicht seinen Angriff aufbauen muss, sage ich mal. Ist wie gesagt nicht schlimm, mir geht das trotzdem sehr, sehr gut. Aber ja, den kleinen Vorteil gebe ich da auf jeden Fall Goku an der Stelle. Und auch Goku gebe ich den kleinen Vorteil wegen seiner Kategorie. Die ist facettenreicher. Die von Vegeta sind ein bisschen weniger Charaktere. Soll aber wie gesagt abermals nicht heißen, dass Vegeta schlecht ist. Nein, ist er nicht. Er spielt ganz oben mit Goku zusammen. Goku ist halt ein Ticken besser wegen dem, was wir in seinem Video besprochen haben. Jedenfalls Active Skill an der Stelle auch wie bei Goku massively raises Attack. Also erhöht massiv seinen Angriff für diesen Active Skill oder für den Angriff, in den das startet. Und sein Active Skill kann er quasi aktivieren ab Anbeginn der vierten Runde, einmalig pro Kampf, macht dann auch hier an der Stelle Ultimate Damage, sind 750% auf den SA-Multiplier. Kleinen Vorteil, den ich aber Vegeta dann gebe, auf der anderen Seite, ist in Sachen Links, sie sind sich sehr ähnlich, Goku und Vegeta, man kann auch beide zusammenspielen, die Tage wird auch ein Video kommen, wo ich beide in ein Team spiele, zum Beispiel in Shadow Dragon Saga, aber welchen Vorteil hat unser Boy Vegeta? Goku hat Kamehameha, er bekommt, wenn er einen Super Attack startet, 2500 konstanter Boost auf den Angriff, Vegeta dahingegen hat Saiyan Pride. Und Saiyan Pride sind 15% auf seinen Angriff und das haben viele Charaktere in seinem Team, sag ich mal, oder in seiner Kategorie. Den Bonus gebe ich auf jeden Fall an der Stelle Vegeta. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, wenn man 15% auf den Angriff bekommt, statt 2500 konstant. Und den Vorteil würde ich da an der Stelle auf jeden Fall Vegeta geben.
Genau, Katrice gesetzt, Shadow Dragon, Saga, Pure Saints, Vegeta's Lineage. Gucken wir uns mal das Ganze mal im Teambild-Aspekt an. Die Sache ist jedoch, das werden wir jetzt merken, Goku hat einfach quasi in seiner Kategorie die besseren Charaktere für ihn. Weil wir im Prinzip vom Teambild her gehen wir ähnlich her. Wir suchen erstmal einen Partner für Vegeta. Und ja, Freunde, logischerweise, ihr könnt natürlich auch immer den Friend mit einbeziehen. Ihr könnt auch immer den Friend, jetzt in dem Fall den Friend Vegeta, in eine Rotation halten mit einem anderen Charakter oder sei es der Friend Goku. Ich persönlich spiele gerne immer nur mit einem, weil ich will einfach mehrere Charaktere nutzen. So wie ein bisschen mehr Vielfalt. Wisst ihr, was ich meine? Aber ihr könnt das natürlich auch machen. Das ist nicht falsch. Habt die Frage letztes Mal auf, bekommen, wieso ich eigentlich immer den Friend rein und raus rotiere. Ich sag mal so, in Events, in Dokkanets etc. ist es kein Muss, den Friend auch mitzuspielen. In Super Battle Road zum Beispiel, da würde ich logischerweise dann natürlich zwei Vegetas je in eine Rotation halten, weil die machen was aus. Aber bei Events schenkt sich das bei Dokkanets etc. Deswegen nutzt er gerne Charaktere, mehrere Charaktere, sage ich einfach mal. Okay, wie bauen wir unser Team im Vegetas? Kategorie. Wir brauchen erstmal einen Charakter, der sich gut mit Vegeta linkt. Und die Sache ist, diesen Charakter gibt es halt nicht in der Kategorie wie in der von Goku. Goku hat Full Power Goku. Vegeta hat leider keinen in seiner Kategorie, der Saiyan Draw hat. Es gibt aber einen Super Saiyan Charakter, natürlich Super Saiyan 4 Goku, den man spielen kann mit Vegeta. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr Super Saiyan 4 Goku habt, spielt ihn mit Vegeta. Denn, Freunde, Goku bekommt zwar nur 120%, das ist nicht wenig, das ist trotzdem gut auf jeden Fall. Aber er gibt einfach Saiyan Raw für Vegeta. Prepare for Battle, Super Saiyan, Saiyan Raw, GT und Fierce Battle. Diese Saiyan Raw 25% sind das, Freunde. Wir reden hier von 25% auch für einen LR-Charakter. Das macht übertrieben viel aus. Deswegen halte ich mein Vegeta auf jeden Fall in der Rotation mit Super Saiyan 4 Goku. Die Sache ist jedoch, wenn man kein Super Saiyan 4 Goku hat, wen kann man mit Vegeta spielen? Dann müsst ihr einfach mal gucken. Ihr könnt natürlich auch Evo Vegeta in der Rotation spielen. Er hätte dann quasi nur Prepare for Battle, Super Saiyan und Fierce Battle. Wäre gut vielleicht, wenn ihr einen Charakter hättet, der Saiyan Pride hätte zusätzlich. Dieser Vegeta, der Tech Vegeta, der hat quasi, meiner Meinung nach, finde ich, eines der besten Link-Skills für einen Vegeta. Denn er hat Super Saiyan Prodigies Saiyan Pride. Das ist richtig gut. Ich glaube, es ist der einzige Charakter, kann mich irren, der Prodigies und Saiyan Pride hat als Vegeta. Dementsprechend, den könnt ihr zum Beispiel spielen, wenn ihr ihn habt, mit Vegeta, mit dem Vierfachen in der Rotation, weil er hätte zusätzlich Saiyan Pride. Evo hätte das nicht. Aber trotzdem könnt ihr auf jeden Fall, zum Beispiel, wenn ihr Goku nicht habt, Evo Vegeta in der Rotation spielen. Mit eurem Vierfachen Vegeta. Gut wäre es, dass eure Vierfache Vegeta hat mindestens Prepare for Battle hat, Super Saiyan und Fierce Battle. Und dann habt ihr auf jeden Fall schon einen guten Partner. Ich sag mal folgendes, beziehungsweise ich komme gleich darauf zurück zu sprechen. Wenn ihr keinen Charakter habt, der Saiyan Raw hat, dann könnt ihr quasi einen Supporter mitnehmen. Das wäre auch aus den Reihen der Super Saiyan Charaktere zum Beispiel. Das wäre dann der Super Saiyan 3 Goku GT zum Beispiel. Also wenn ihr, nehmen wir mal an, ihr habt keinen Super Saiyan 4 Goku. An der Stelle hauen wir den mal raus. Ihr spielt Evo Vegeta in der Rotation mit vierfachem Vegeta. Dann nehmt ihr aber auf jeden Fall, wenn es wäre gut, wenn ihr einen Charakter mitnimmt, der Saiyan Raw hat. Hauptsache im Team, den du rein und raus rotieren kannst. Und der würde dann quasi in der Rotation Saiyan Raw für Vegeta geben. Was mir aber überlegt hatte ist, Vegeta hat schon den Vorteil, dass er Saiyan Pride hat. Also will ich auf jeden Fall einen Charakter, einen Supporter, der Saiyan Pride mitbringt für Vegeta, der quasi dann, wenn er in die Revolution kommt, Saiyan Pride zusätzlich hat. Also das beste Szenario für mich wäre dann quasi Super Saiyan 4 Vegeta, sorry, ich sage die ganze Zeit Evo Vegeta. Super Saiyan 4 Vegeta in der Revolution mit dem Super Saiyan 4 Goku. Was fehlen würde, wäre dann quasi Legendary Power. Darauf kann ich verzichten, aber Saiyan Pride und Saiyan Pride würde ich dann gerne mitnehmen in den Supporter. Den zeige ich euch gleich, wenn ich ja im Hinterkopf habe. Die Zeitrotation müsst ihr dann für euch bauen quasi, Freunde. Guckt einfach mal her, welche Charaktere sich gut linken zum Beispiel. Ich werde LR Trunks spielen mit meinem Rage Vegeta. Sie haben Prepare for Battle, Super Saiyan Royal Lineage, Shattering the Limit. Die linken sich auf jeden Fall gut, ist eine sehr schöne Rotation. Der Rage Vegeta ist jetzt quasi auch unter einem 170% Leader und der macht auf jeden Fall seinen Job gut. Warum nehme ich Majin Vegeta nicht mit? Ich könnte auch Majin Vegeta rein und raus rotieren. Das Problem bei Majin Vegeta ist, er hat nur Over the Flash, beziehungsweise hat er kein Prepare for Battle. Also würde er jetzt in die Rotation reinkommen mit den vierfachen Vegeta, der würde keine Key geben für die, weil die haben kein Shattering Limit. Bei Trunks, ihr könnt dann auf jeden Fall eigentlich auch Majin Vegeta mit Trunks spielen. Das würde auf jeden Fall auch funktionieren. Sie hätten Shattering Limit, Royal Lineage, wenn mich alles täuscht, Legendary Power, Super Saiyan, würde auf jeden Fall funktionieren, so ist es nicht. Aber ich finde, mit Rage Vegeta macht sich Trunks besser, das werden wir auch gleich sehen. Im Endeffekt habe ich mich dann dazu nicht entschieden, Majin Vegeta rein und raus zu rotieren, aus dem Grund, den ich gerade euch genannt habe, weil er kein Prepare for Battle hat. Wenn ich rein und raus rotieren werde, ist Evo Vegeta. Evo Vegeta individuell ein sehr starker Charakter, hat Prepare for Battle für die Rotation, wenn er rein und rauskommt, hätte Prodigies für Rage Vegeta und so weiter und so fort. Und dann quasi den ich auf jeden Fall mitnehmen will, den Supporter, der Saiyan Pride hat, ist dann Super Saiyan 2 Bardock, denn
Dieser Boy hier hat dann, wie gesagt, 10 Pride für Vegeta. So würde quasi mein Team aussehen aus meinen Charakteren, wie ich es mir überlegt habe. Auf jeden Fall, es wäre wirklich gut, wenn in eurem Team Saint Roth vertreten wäre. Sei es mit einem Partner, wie gesagt, bei 4 Vegeta, wie eben Goku an der Stelle. Und dann wollte ich auf jeden Fall einen Supporter mitnehmen, der Saint Pride hat. Ich meine, Bardock gibt 30% für jeden, das ist gut. Und hat dann zusätzlich für Vegeta noch Saint Pride. Aber, eine Sache wegen dem Supporter. Wenn ihr Tech Bulla habt, wie auch immer man sie ausspricht, die Tochter von Vegeta, dann nimmt sie. Warum? Sie gibt jedem Ki plus 3 auf den Angriff 40% und ist quasi in der Kategorie von Vegeta. Sie bekommt einen besseren Boost. Also wenn ich hätte, dann würde ich sie auf jeden Fall spielen, so ist nicht. Aber, wie gesagt, nicht jeder hat dieselben Charaktere wie ich. Mein Team sieht so aus, wir werden das Team gleich testen. Ihr müsst einfach hergehen, Freunde, und gucken, welche Konstellation könnt ihr euch bauen. Wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel kein vierfachen Goku habt, könnt ihr Evo Vegeta in der Rotation halten mit dem vierfachen Vegeta. Achtet aber dann drauf, wäre cool, wenn ihr einen Charakter habt, den ihr rein und raus rotiert, der Saint Roth hätte, wäre in dem Fall der dreifache Goku GT. Ihr könnt natürlich auch andere Super Saiyan Charaktere nutzen, wie zum Beispiel Ele Vegito Blue in der Rotation mit Ele Trunks, funktioniert auch. Könnt ihr dann zum Beispiel den Vegeta rein und raus rotieren oder irgendeinen anderen Super Saiyan Charakter oder irgendeinen anderen, Freunde, aus Vegetas Kategorie. Da müsst ihr einfach mal gucken, wie ihr das Ganze handhaben wollt oder welche Charaktere ihr an der Stelle habt. Der Vegeta hier zum Beispiel ist auch nicht schlecht, den kann man auch nutzen, so ist nicht. Ihr könnt natürlich auch Trunks spielen, Ella Trunks, mit dem Free-to-Play-Ella Trunks würde auch gehen. Oder an der Stelle, wenn ihr einen Free-to-Play-Ella Vegeta habt, mit Majin Vegeta. Sie teilen sich 5 Links jetzt, die Rotation würde auch funktionieren. Dass ihr dann quasi ein komplettes Team ohne Supporter aus Vegetas Lineage charakterieren, würde auch funktionieren, geht auf jeden Fall auch. Ich wollte quasi auf jeden Fall einfach nur das Beste von meinem vierfachen Vegeta rausholen. Und das beste Szenario in dem Setup wäre dann quasi auf jeden Fall vierfach Vegeta mit vierfachen Goku in der Rotation und dann das Bardock reinkommt. Dementsprechend werden wir das Ganze auf jeden Fall testen. Lasst mich aber auch wissen, wie sieht euer Vegeta-Team aus in den Kommentaren. Und dann, ja, hopp, springe ich mal ganz schnell in ein Event rein. Alles klar, und wir sind im Event von vierfachen Goku, von dem SJ4 Goku. Und das Ding ist ja, das ist mir erst so letztens erst bewusst geworden, der vierfache Goku und vierfache Vegeta, das sind die ersten Elle, also, ich sag mal so, davor gab es ja ein LR. Oh je, oh je, genau das. Oh mein Gott. Yeah. Oh, okay, ja. Natürlich, der bekommt jetzt das Ki plus 2. Ja, das ist das Geile an den Charakteren. Zuvor gab es dann LR Goku und LR Vegeta. Also, jetzt abgesehen von dem Free-to-Play LR Goku, Majin Vegeta und 3-Fall Goku. Und diese hatten ja. Ich weiß gerade nicht, ob es ein bisschen zu laut ist, aber. Mach's mal ein Stückchen leiser. Diese hatten ja Shattering Limit und das sind jetzt quasi die ersten mit Fierce Battle und was für welche das sind. Also Fierce Battle auf den LL, das sah auf jeden Fall sehr gut aus. Und das Geile bei denen ist halt, dass sie wirklich selbstständig auf ihre Ultra Super Attack kommen durch die Passive. Also das finde ich wirklich überragend. Das haben die echt geil gemacht mit den Charakteren. Sind wirklich sehr gute Charaktere, sowohl Goku als auch Vegeta, Freunde. Sie spielen ganz oben mit, wenn nicht sogar die zwei besten Charaktere. Goku gebe ich einfach einen kleinen Vorteil mehr wegen seiner Kategorie, ihr habt es gemerkt. Bei dem Team von Vegeta, die ist ein bisschen eingeschränkt als die von Goku, vor allem, wenn man einen Partner sucht für Vegeta, der mehr oder weniger alles gedeckt hat, da hat Goku einfach den Vorteil, der Full Power Goku gut ist. Und hier, darauf freue ich mich jetzt, das zu sehen, wie das funktionieren wird, denn wir haben jetzt 170% Leader auf den Rage Vegeta, was für einen Schaden der machen wird. Und bei Rage Vegeta, den sein Schaden müsste einfach aus den einzelnen Angriffen hochrechnen oder addieren, sage ich einfach mal, da ist, weil der kann ja kontern zum Beispiel. Tankt sehr gut, kontert hier an der Stelle. Und das, jetzt bin ich gespannt, wie viel Schaden der machen wird an sich so. Natürlich Goku tanky wegen seinem Dokken-Event. Aber wenn ein Crit fließt, der hat bei mir 3 Dupes hier auf JP, dann ist auf jeden Fall nice so. Einen Balken hat er schon rausgenommen und der hat noch nicht mal angegriffen, der hat nur gekontert so an der Stelle. Also den Rage Vegeta finde ich wirklich sehr, sehr gut. Mit Trunks sieht er sich auch gut. Und Ella Trunks, ja, auf jeden Fall auch ein sehr guter Charakter. Die Sache ist die. Würdet ihr, also ich sag mal folgendes. Auf die Free-to-Play-Version würde ich nicht zurückgreifen, wenn ihr die Summonable habt. Sei es jetzt auch Free-to-Play-Vegeta oder Free-to-Play-Trunks, weil die Summonable sind einfach besser. So, unterm Strich. Deswegen habe ich für L-Trunks entschieden, aber ihr könnt auch, wie gesagt, Videos von angesehen haben. L-Trunks in der Rotation mit Majin Vegeta, L-Trunks mit Free-to-Play-Trunks, Majin Vegeta mit dem Free-to-Play-Vegeta und so weiter und so fort, Freunde. Genau. Aber wir haben auf jeden Fall auch ein Auge auf Goku. Der hat nämlich nur 120% wieder. Und genau. So, das, wisst ihr was? Ich behalte mal Bardock mit Ding. Weil was hier quasi noch fehlen würde, wäre Saiyan Raw. Also Goku will ich hier reinbekommen, dann hätten wir quasi das beste Szenario. Und Evo Vegeta macht auch seinen Job auf jeden Fall sehr gut. So. 30.000, okay. Jetzt, was hat Vegeta auf dem Radar? 2,3, ihr seht es. Das ist übertrieben viel. Das ist nicht wenig. So ist nicht. Aber Karotte hat direkt mehr. Aber ja, es ist wirklich nicht schlimm so. Bei solchen Events schenkt sich das.
Bei, ja. Ich sag mal so, bei Super Battle und so, wie gesagt, logischerweise, dann hat sich auf jeden Fall zwei Wickel das sehen in einer Rotation. Aber ansonsten lass sie gerne rausrotieren, den Friend, damit ich einfach mehr Vielfalt habe, sag ich mal. Genau, jetzt haben wir den Active Skill und der hat halt noch nicht so seinen ganzen Stacks. So, das könnte man zum einen aufbewahren oder direkt aktivieren. Ich lass einfach mal. Ich würde gerne mal sehen, was jetzt hier abgeht, denn Rage Vegeta hat Typennachteil. Wie gut der tankt. Könnte vielleicht nach hinten losgehen, wenn ich den Super Attack bekomme. Das auf jeden Fall. Aber schauen wir mal. Auto Attack tankt er sehr gut auf jeden Fall. Sorry, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es mit der Musik zu leise ist, zu laut ist. Deswegen versuche ich nicht zu schreien. Oh, ich merke gerade, wird wieder ein bisschen GG, wenn man so angeschlagen ist. Ihr merkt es schon an meiner Stimme erkältet und so. Ey, das ist. Das ist einfach nur. Da fühlt man sich so lame, aber. Naja, was soll's. Kommt auch vor. Aber schaut mal, was der alles im Alleingang. Der hat in dem Alleingang, glaube ich, 4 Balken rausgenommen, oder? Ich weiß gerade nicht. 2,5 auf Electrunks. Bei Electrunks hat ein Dupe an der Stelle. Leider kein Crit. Okay, macht nichts. Aber Additional Attack, nice. Und ich bin bei ihm auf Additional gegangen, weil durch die Passive tut er 50-50 Kritten. Ich bin dabei mehr auf Additional Attack gegangen. Der Vegeta, was hat der jetzt? 1,8. Ja, ihr merkt es schon. Das ist ein Ultra Super Attack immerhin noch. Wisst ihr, was ich meine? 1,8 ist viel. Das ist wirklich viel. Und okay, der Link ist jetzt auch nicht so gut mit Trunks und so etc. Aber. Da merkt ihr schon, Karot, weil er eben mehr angefahrt, da seht ihr einfach mehr auf dem Radar. So, ja. Und ich sag mal so, Damage ist eines der Hauptsachen hier im Spiel, die quasi noch relevant sind, mehr oder weniger. Nicht in jedem Event, wie gesagt. Nicht in jedem Event, aber. Ja, in dem. Also gerade noch würde ich sagen, dass halt Karot einfach einen kleinen Vorteil hat. Aber in Super Battle natürlich tankt Vegeta am Anfang besser. Okay, jetzt haben wir jedenfalls, bevor ich mich allzu sehr verplappere, Wirrwarr erzähle oder irgendwie rauskomme. Active Skill von Vegeta haben wir. Der wird nicht viel Schaden machen, so ist es nicht. Aber guck mal, Freunde, jetzt. Wir haben quasi das beste Szenario. Ja, und guck mal. Okay, ich habe noch meine Key nicht eingesammelt. Aber wir merken uns mal, Karot hat 339.000. Vegeta nur 253.000. Aber ich habe noch nicht die Key eingesammelt. Das wird auf jeden Fall noch mehr. Aber das ist quasi das beste Szenario. Jetzt alles getriggert außer Legendary Power. Ich aktiviere mal kurz sein Active Skill. Dann bin ich auf die Radio-Audio. Und der weiß nicht, ob der lachen soll oder grinsen soll oder whatever. Naja. Ja, so viel dazu. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal. Ja, jetzt hat er natürlich mehr. 475.000. Genau, das ist das. Aktivieren wir mal hier einen Icarus, weil wir haben nur Strength-Charaktere. Und ihr merkt schon, man muss hier ein bisschen mehr auf den Zeiten, die das Skill zugreifen. Muss man unbedingt nicht. Aber wenn man so quasi gute Partner haben will, wegen Goku halt, wenn ihr Goku habt, würde ich auf jeden Fall mit ihm spielen, weil Sandra macht übel viel aus. Dann ist das Team ein bisschen Strength-lastig, so. Aber jetzt bin ich schon was auf dem Radar. Das ist nämlich das beste Szenario. Goku hat auch gut getankt. 3,3, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr viel. Und da ist noch Luft nach oben, weil ich bin mir sicher, der hat noch nicht seine ganzen Stacks. Dauert halt ein bisschen, der muss quasi viermal reinkommen. Aber trotzdem, sehr gut auf jeden Fall. Echt, ist trotzdem, die zwei Charaktere, die sind, guck mal, der tankt so gut mit einem Typen-Nachteil. Die zwei Charaktere sind wirklich sehr, sehr gut, Freunde, wenn ihr sie habt, ihr habt nichts falsch gemacht. Und genau, also sowohl Vegeta als auch Goku sind wirklich sehr, sehr gute Charaktere. Evo Vegeta dran, so wird's auch noch, der wird das Ganze hier beenden. Und genau, ihr könnt mich wie gesagt gerne wissen, was ihr von den Charakteren hält, wie ihr eure Teams gebaut habt, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Trotz dessen, dass die Kategorie von Vegeta, sag ich mal, ein bisschen begrenzt ist, geht trotzdem noch viel. Da ist, finde ich, meiner Meinung nach trotzdem mehr Vielfalt drin, als wie bei einem Potara-Team oder Fusion-Team, weil es gibt wenige Potara- und Fusion-Charaktere. Und wenn bei sowas ist trotzdem mehr Vielfalt, weil man auch auf die Super-Strength-Charaktere zugreifen kann. Natürlich bei Potara und Fusion kann man auf die In-Charaktere zugreifen. Aber die bekommen nur, also bei Goten und Vegito, 90%. Das merkt man. Da greift man auf die nicht so sehr zurück. Statt quasi hier. Hier kannst du ruhig 120% mitnehmen. Das ist auf jeden Fall ein guter Boost. Naja, oh, eine Super Deck von Goku. Okay. Ja, okay, wir hatten die Kraft aktiviert. Alles gut, alles gut. Und genau, bei dem werdet ihr so 1 Million sehen in dem Team. Nicht wundern. Ja. Ihr müsst natürlich seinen Schaden addieren. Ja, weil der macht quasi, der kontert. Das ist quasi, bei Konterkarten ist es immer so. Da müsst ihr den Schaden einfach addieren, sag ich mal. Also seid nicht irritiert, wenn da nur 1 Million steht, so. Wisst ihr, was ich meine? Jedenfalls. Okay, Chunks wollte das nicht beenden. Evo Vegeta wird das Ganze beenden. Ich hoffe, das Ganze hat dir mit euch gefallen, Freunde. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und falls ihr neu seid, drückt auf den Abo-Button. Vielen Dank für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit. Ich werde auch versuchen, dass ich mich jetzt ein bisschen erhole. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace.
And I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.